Ja, schönen guten Tag. Wie Sie wissen, hat dieses Wochenende in Elgersburg das Treffen der Landtagsfraktionsvorsitzenden, der Landesvorsitzenden und des geschäftsführenden Parteivorstandes stattgefunden. Und ich möchte Sie kurz über die Ergebnisse informieren. Zum einen haben wir uns verständigt über ein Konjunkturprogramm. Ursächlich dafür ist natürlich die drohende wirtschaftliche Rezession. Inzwischen sagt ja auch die Bundesbank, es wird kein Wirtschaftswachstum geben. Und deswegen, und wir merken auch, dass die Auftragslage in Schlüsselbereichen deutlich zurückgeht. Und deswegen haben wir uns auf ein Konjunkturprogramm verständigt. Wir legen als erste Partei ein Konjunkturprogramm vor, was die Frage von Beschäftigungssicherung verbindet mit den Fragen eines sozial-ökologischen Umbaus. Dieses Konjunkturprogramm liegt Ihnen vor, das hat verschiedene Bausteine. Ich möchte ganz kurz auf drei Bausteine eingehen. Zum einen schlagen wir ein Bundesprogramm für ein gesundes Essen für Kinder vor. Wir wollen in Schulen und Kitas einen Anreiz schaffen, dass der Um- bzw. Einstieg gelingt in die eigene Produktion von gesunden Mittagessen für jedes Kind. Dazu wollen wir, müsste von Bundesseite ein finanzieller Anreiz geschaffen werden. Wir schlagen vor, ein Investitionszuschuss von 500 € je zu versorgendem Kind beim Umstieg in eine eigene Küche. Und wir wollen im ersten Jahr, dass jedes Mittagessen mit 1 € bezuschusst wird. Perspektivisch meinen wir, muss es einen Anreiz geben, dass flächendeckend gebührenfreies Mittagessen in Kitas und Schulen angeboten wird. Deswegen sollte auf Bundesebene ein Programm von 6 Milliarden Euro perspektivisch etabliert werden, wo es den Anreiz gibt, gegenüber den Kommunen und Ländern entsprechend das zu ermöglichen. Und wir schlagen vor, dass halt jedes Mittagessen mit 2 € entsprechend bezuschusst wird. Der zweite Baustein ist die Kurzarbeit Plus, ist ja bekannt. Kurzarbeit, das ist ein Instrument, was vor allen Dingen in der Krise sehr gut gewirkt hat. Also die Beschäftigten arbeiten kürzer, aber der Lohn sinkt nicht im gleichen Maße, sondern der drohende Lohnausfall wird teilweise aufgefangen. Es gibt einen Ausgleich dafür. Bisher gibt es sehr harte Bedingungen dafür, dass diese Form der Kurzarbeit praktiziert werden kann. Wir meinen, das muss jetzt wieder möglich sein. Die Zugangskriterien müssen leichter werden. Und wir wollen die Idee der Kurzarbeit verbinden mit der Idee des lebenslangen Lernen. Und das heißt, es muss eine Art Bildungskomponente geben. Soll heißen, es muss eine Art Verdienstausgleich geben und wir wollen, dass im Durchschnitt auch 15% der Arbeitszeit für Weiterbildung und Bildung verwendet werden können. Und der dritte Baustein, über den ich hier berichten möchte, ist die Investitionsoffensive für einen barrierefreien ÖPNV. ÖPNV, Bus und Bahn, das ist nicht nur eine Frage der ökologischeren Mobilität, sondern das ist auch eine soziale Frage, weil für viele ist es genau die Mobilitätsform, die sie sich überhaupt noch leisten können. Nicht alle können sich einen PKW leisten. Und hier sagen wir, es muss mehr Geld in die Hand genommen werden, damit die Kommunen auch wirklich sich leisten können, den ÖPNV, das Bus- und Bahnfahren attraktiver auszugestalten. Hier schlagen wir vor, zur Verdichtung von Taktzeiten, zum notwendigen Ausbau im ersten Jahr 1 Milliarde einzustellen. Soweit ein kleiner Einblick in das Konjunkturprogramm. Zur Finanzierung schlagen wir eine entsprechende Vermögenssteuer vor und auch weitere Steuern, die wir ja bereits in unserem Steuerkonzept unterbreitet haben. Nun werden Sie sicherlich auch Fragen haben zu den Personaldebatten und insofern möchten wir Sie auch darüber informieren. Bernd Rixinger und ich, wir hatten den Anwesenden das Angebot unterbreitet, dass es in einer großen Runde einen Austausch gibt. Hintergrund dieses Angebots war, wir wollten zum einen rauskommen aus einer Kultur, wo nur im ganz kleinen Kreis darüber gesprochen wird und fanden auch, dass wir durchaus zu so einer, ja, zum Stil der Kooperation da kommen sollten und wollten halt die dort geäußerten Meinungen einfließen lassen in die Entscheidung, die bei uns beiden ansteht. Da muss man feststellen, dass es bei vielen Anwesenden doch eine große Angst gab, dass Aussagen, die in einer, wenn auch geschlossenen, aber großen Runde stattfinden, am Ende doch ihren Weg in die Medien finden und man Sorge hatte, dass dann mit offenen Worten in dieser Runde womöglich eine Personaldebatte auch öffentlich beheizt wird vor Niedersachsen. Deswegen haben wir uns dann am Ende auf folgendes Verfahren verständigt, dass Bernd Rixinger und ich einen Vorschlag unterbreiten werden und den gemeinsam mit dem Parteivorstand und allen Landesvorsitzenden beraten werden, die anwesenden Fraktionsvorsitzenden der Länder
Länder haben sehr klar gesagt, dass sie diese Entscheidung komplett in die Hände der Partei legen. Und es wurde auch nochmal sehr klar der Wunsch und Anspruch artikuliert, dass wir beide einen Vorschlag unterbreiten sollen. Dem stellen wir uns gern. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir das mit Parteivorstand gemeinsam beraten wollen und dass wir aber nicht einen Weg gehen wollen, wo wir die Ost- und Westlandesvorsitzenden getrennt in einer Entscheidungssituation bringen, sondern wir finden, es ist dem Zustand unserer Partei angemessener, wenn man das Ost- und West übergreifend berät. Ja, ich werde Sie noch über einige aktuelle, aber wichtige Themen informieren. Erstmal über den Patriot-Einsatz in der Türkei. Für uns ist dieser Einsatz ganz klar ein Kampfeinsatz. Es gibt keine Bedrohung des türkischen Staatsgebietes. Wer diese Kampftechnologie in dieses Gebiet schickt, will nicht den Frieden sichern, sondern läuft Gefahr, in einen kriegerischen Konflikt hineingezogen zu werden. Das lehnen wir ohne Wenn und Aber ab. Es zeichnet sich leider wieder einmal ab, dass es hier eine Vier-Parteien-Koalition für diesen Einsatz geben wird. Vielleicht auch noch mit etwas Wenn und Aber bei den Grünen und bei der SPD. Und dass es eine Friedenspartei gibt, die klar dazu Nein sagt, das sind die Linken. Wir werden gegen diesen Einsatz stimmen und wir werden auch deutlich machen, dass dieser Einsatz nicht zum Frieden beiträgt. Und wir werden dafür mobilisieren, dass die Menschen in Deutschland sehen, dass offensichtlich wieder vier Parteien, CDU, SPD, Grüne und FDP, das Risiko eingehen, Deutschland in einen Krieg hineinzuziehen. Wir erleben gerade eine Neuauflage der Griechenland-Diskussion. Es wird immer deutlicher, was wir schon die ganzen Monate gesagt haben, dass die Doppelstrategie von Frau Merkel gescheitert ist. Einerseits bringen nach wie vor die Kürzungsprogramme Griechenland an den Rand des Ruins. Die Schulden werden in der Tat größer. Zweitens wird eben deutlich, dass doch Kosten auf die Steuerzahler zukommen, dass die Art und Weise der Krisenlösung die teuerste und leider auch die schädlichste ist, die wir uns vorstellen können. Und es jetzt hauptsächlich darum geht, zu verschleiern, dass die Politik der letzten Monate nichts anderes war als Konkursverschleppung bei gleichzeitigem Verschweigen der Kosten auch für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Die oberste Aufgabe der Bundesregierung und auch der Parteien, die diesen Kurs bisher mitgetragen haben, wäre es, Schaden von den Steuerzahlern in Deutschland abzuwenden. Oberstes Kriterium wäre auch deutlich zu machen, wer eigentlich die Zeche für diesen Kurs bezahlt. Den bezahlen die Menschen in ganz Europa, bezahlen aber auch die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in Deutschland. Offen wäre zu legen, wie viel Frau Merkel, Herr Steinbrück, Herr Trittin und Herr Brüderle bereit sind zu zahlen oder wo tatsächlich ihre roten Haltlinien sind, sodass die Wahlbevölkerung in Deutschland sehen kann, was tatsächlich an Kosten auf sie zukommen. Frau Merkel war in der Euro-Krise immer eine heute Nein, morgen Ja-Kanzlerin. Und in der Frage des Schuldenschnitts werden wir das Gleiche wieder erleben. Da wird heute Nein gesagt. Nach der Bundestagswahl wird dann gesagt, dass man doch keine Alternative hätte und es so gemacht werden wird. Auf Kosten wiederum tatsächlich der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Dabei gibt es unseres Erachtens Alternativen, die klar bezifferbar wären. Die EZB sollte ihre starre Haltung aufgeben und der griechischen Regierung einen Sofortkredit zur Überwindung des Liquiditätsengpasses zur Verfügung stellen, aber unter klaren Bedingungen, und zwar unter anderen Bedingungen wie seither. Diese Bedingungen sind Einfrieren und Einziehung aller Vermögenswerte von Steuerflüchtlingen, Solidarabgabe auf Vermögen von Milliardären und Millionären, Rücknahme aller wirtschaftlichen Kürzungen. Dann gäbe es tatsächlich eine Chance für Griechenland wieder auf die Füße zu kommen und es gäbe eine Chance für die Gläubiger wenigstens einen Teil des Geldes wieder zurückzubekommen. Letzter Punkt, Rentenbeschluss der SPD am Wochenende. Wir sehen, dass bei der SPD in die Rentendebatte
Bewegung kommt. Das sehen wir als einen Verdienst in allererster Linie der linken Partei, denn die Linke war die einzige Partei, die die ganzen Rentenkürzungspläne und Rentenkürzungsbeschlüsse der SPD, der Grünen und auch der Großen Koalition immer abgelehnt hat, auch die Rente mit 67 abgelehnt hat, sowie das Abgehen vom Weg der lebensstandardsichernden Rente. Insofern freut es uns, dass Bewegung reingekommen ist, wenn auch in diesen Beschlüssen sehr viel heiße Luft drin steckt, die wir ja auch als Mogelpackung bezeichnet haben. Wir laden trotzdem die Linken und die Arbeitnehmer in der SPD zu einem Rentendialog ein. Wir sollten gemeinsam mit den Gewerkschaften und mit den Sozialverbänden über Wege aus der Armutsfalle beraten. Dann kann tatsächlich eine Bewegung entstehen, die niemand mehr ignorieren kann. Das Prinzip, dass die Renten wieder mit den Löhnen steigen müssen, muss dabei ein Kernelement dieser Debatte sein. Das zentrale Element des SPD-Rentenkonzeptes wird im Übrigen durch den heute diskutierten Rentenversicherungsbericht erledigt. Es ist doch einfach nur absurd, die Sicherung des Rentenniveaus bei 50% zu versprechen, wenn es dank der rot-grünen Rentenkürzungsprogramme schon jetzt nach amtlichen Berechnungen unter 50% gefallen ist und bis 2020 auf 48 Prozentpunkte fällt. Da kann man nicht einfach die Hände in den Schoß legen, sondern wenn man tatsächlich das Rentenniveau halten will, dann muss jetzt gehandelt werden. Und das geht offensichtlich nur mit uns, mit den Linken. Die jetzt prognostizierten starken Rentensteigerungen im Osten sind natürlich nicht ganz zufällig dem Wahltermin geschuldet. Aber insgesamt geht es natürlich darum, dass die Renten wieder mit den Löhnen steigen und dass die strukturelle Benachteiligung des Ostens bei der Bewertung der Rentenpunkte beseitigt wird. Auch das gehört zum Programm. Es freut uns, dass Herr Steinbrück auch auf diesen Punkt eingegangen ist. Uns fällt nur der Glaube, dass es dann tatsächlich auch gemacht wird, wenn man gleichzeitig eine Beteiligung der Linken ausschließt. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits, Herr Prossler?